Kann ein Mensch eigentlich immer die falsche Entscheidung treffen? Da hätte ich einen Lottoschein ausfüllen. Es ist Montagabend, Zeit für die Highlights des 29. Spieltags. Der 6. gegen den 13. TSV Mariendorf empfängt den BFC Preußen. Das Hinspiel endete 2:1 für den BFC. Alles ist angerichtet fürs Derby. Das Team von Daniel Feubert möchte mit einem Sieg den rechnerischen Nicht-Abstieg perfekt machen, da Lichtenberg gegen Aldelsimspor mit einem 5:0 gewann. Diese Elf soll es also heute richten. Schill und Frank nicht mit dabei. Lukas Kohlmann ist zurück und er findet seinen Platz in der Innenverteidigung. Huke soll sich vorne um die Tore kümmern. Ohne Schiedsrichter geht's nicht. Geleitet wird die Partie von Timo Henrik Welp. Ihm assistieren Johann Schwarz und Laurenz Schreiner. Der TSV konnte seit 2020 kein Pflichtspiel gegen den BFC einfahren, wird also höchste Zeit fürs Team von Cheftrainer Thorsten Kornels. Wir starten mit der 7. Spielminute. Colin Drost mit der Flanke. Stuwe klärt und macht die Situation gefährlich. Das ist Hortum. Meli Hortum. Pfosten. Da hätte es direkt gescheppert. Pascal Obst wäre geschlagen. Nur der Pfosten trennt hier den BFC von der Führung. Klammer auf, 1-2 Alu-Treffer in jedem der letzten Spiele. Klammer zu. Dann die 9. Spielminute. Achten Sie bitte auf Banze, Huke, Hortum und Pischinski. Sie lassen den TSV keinen Raum. Er zwingt förmlich diesen Fehlpass. Da kommt David Rosner nie und nimmer ran. Das ist Joris Möller. Der zieht in den 16er. Hortum ist bereit und Huke ebenfalls. Tor. Jetzt klingelt's. Das macht Joris Möller überragend, sieht den freien Huke. Perfektes Timing von beiden. Genau diese Spielzüge sind es, die Daniel Feubert und Co-Trainer Torben Marx sehen wollen. Die 17. Spielminute, TSV mit einem Freistoß. Keeper Hartmann verliert den Ball, aber beim Nachpassen ist die Kugel in sicheren Händen. Nur kurze Zeit später der TSV mit einem langen Ball. Das ist Benjamin Tutic. Drost verschätzt sich, zieht in den 16er. Einmal, zweimal, Schuss, Tor! 1:1, Ausgleich. Hartmann sieht den Ball zu spät und dann schlägt's ein. Aber schaut man sich die Zeitlupe an, sieht man, dass Tutic hier mit der Hand zum Ball geht. Dieser Treffer hätte also niemals zählen dürfen. Dann diese Szene. Bitter. Für Kruschinski bei diesem Zweikampf verletzt er sich. Wir wünschen die besten Genesungswünsche. Dann die 34. Spielminute der BFC mit einem Spielaufbau. Lachnet, das ist Banze, der mit dem Ballverlust. Klasse Kombinationsfußball, Knack mit dem Pass, Tutic. TSV wird stärker und stärker, das ist Tutic, Pass zu Volkan Özer. Der sieht den freien Masse, Knack, Tor, 2:1. Spiel gedreht, Herr Kommissar. Was macht bitte Volkan Özer da? Spielt einen Ball der Superlative. Er wollte den genau dahin haben und Knack nimmt weder den Ball an, noch verliert er die Zeit und nimmt ihn einfach direkt und versenkt den Ball ins lange Eck. Der TSV dreht das Spiel. Der BFC zeigt sich davon unberührt. Lachnet passt zu Hortum. Spielt den Ball zu Drost. Der mit der Flanke. Huke! Der BFC macht weiter, die 63. Spielminute, Meli Hortum wirbelt weiter. Doppelpass mit Joris Möller. Wieder Joris Möller, diesmal mit dem Pass zu Godinho. Dieser zurück zu Möller. Joris Möller, Tor! 2:2 Ausgleich, da wirst du verrückt hier. BFC ist wieder dran, überragender Angriff. Graupner und Marschall zu spät und dann macht Joris Möller das Tor.
Das Spiel wird von Minute zu Minute spannender. Banzi spielt den Ball nach vorn. Meli Hortum leitet den Ball direkt weiter. Zu Joris Möller, der zu Schaffner. Schaffner, wieder ein super Angriff der Preußen. Schaffner! Schaffner! Möller mit einem klasse Pass. Da hätte Schaffner viel mehr draus machen müssen. Eine Direktabnahme wäre hier die bessere Entscheidung gewesen. Dann hätte es geklingelt. Das war die Chance, das Spiel zu drehen. Und am Ende knallt der Ball wieder einmal gegen den Pfosten. Die 71. Spielminute, wieder der BFC Pass zum startenden Godinho. Aber dann der Pfiff abseits. Schaut man hier auf die Zeitlupe, sieht man, dass es recht knapp war. Dann der TSV mit einer Ecke. Sie hören's, Hucke bekommt eine lautstarke Anweisung. Und dann ist der Ball im Netz. Tor für den TSV. Wo manche ihren Fuß wegziehen, hält Schaffner seinen Schädel hin, aber dann klingelt's. Dann die 78. Spielminute, das ist Fabian Graupner, Manuel Maschel zu Volkan Özer. Der mit einem hervorragenden Pass zu Maschel. Und Hartmann. Aber der Linienassistent hebt hier die Fahne, klasse, was hier der TSV macht. Maschel hier nicht im Abseits. Und hier ebenfalls nicht. Dann die 86. Spielminute. Der TSV hat nicht genug und macht weiter. Das ist der eingewechselte Jannis Krieger. Jannis Krieger! Jannis Krieger! Schiedsrichter Welt lässt weiterspielen. Zu wenig für einen Elfmeter. Dann der TSV mit einem Einwurf. Ausführen tut diesen Fabian Graupner. Marcel Schikala. Özer! Özer! Am Ende steht es 3:2 für TSV Mariendorf. Es wurde einiges geboten bei 20 Grad in Berlin. Ich melde mich ab. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Die Stimmen zum Spiel bitte. Boah, ich muss sagen, es ist Woche für Woche dasselbe. Gutes Spiel, gute Anlagen. Am Ende müssen wir den Gegner gratulieren. Wenn wir uns natürlich leisten können, solche hochprozentigen Torchancen zu vergeben, dann müssen wir uns über nichts wundern, dass wir dann im Gegenzug das 3:2 kriegen. Ja, ich glaube, ein Unentschieden wäre hier gerecht gewesen, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich drücke natürlich Winnie die Daumen, aber er ist im Fallen, hat er das Knie weggedreht. Das war genau vor der Trainerbank. Ich konnte es ganz gut sehen. Ja, wir hoffen auch, dass es nicht weiter schlimm ist. Jetzt müssen wir erst mal sehen, was morgen der Doktor sagt. Ich bin sehr, sehr zufrieden trotzdem mit den Jungs, mit der Moral, was die Jungs so probieren und muss sagen, vielleicht für die Fans ein bisschen enttäuschend, aber ich sehe eine Entwicklung, wie wir herausspielen, wie wir den Ball laufen lassen, wie wir wirklich von hinten nach vorne die Bälle in die Räume spielen lassen und unsere Tore schießen. Und dafür bin ich nicht enttäuscht, aber ich bin natürlich über das Ergebnis enttäuscht. Abonnier gerne unseren YouTube-Kanal und verpasse keine Highlight-Folge mehr in Zukunft. Gerne kannst du uns auch auf Instagram folgen.